Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ich habe ja heute schon mal gezeigt das Warenhaus in Marseille. Und jetzt haben wir auch hier ein Warenhaus in. Na, hinten kommt die Kurve hier. In Paris. Zeige ich dann auf der Map auch nochmal genau, wo das ist. Ist natürlich wieder just for fun. Man kann hier natürlich nichts machen. Also keine Ladung abholen, kein Schlafen, kein nichts. Ihr könnt hier einfach nur planlos drauf fahren und euch das gepflegt angucken. Oder aber auch, so wie ich das hier mache, das Einparken üben. Ne? Also rückwärts an der Rampe fahren. Wir haben hier nämlich kleine leuchtende Hütchen. Die zeige ich euch mal hier. Guckt mal da, wie sie leuchten und funkeln. Und hier steht schon ein paar LKWs so rum. Jetzt haben wir hier natürlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein bisschen leichter, weil wir ja hier viel Platz haben, ne, zum Rangieren. Ne? Und das macht ja dann eher nicht so den Spaß, ne? Weil es ist relativ in Anführungsstrichen einfach und deshalb machen wir es heute anders. Wir haben jetzt nicht nur die Vorderfront von dieser Logistikhalle, sondern wir können ja auch noch einmal ringsherum fahren. Das zeige ich euch mal jetzt ganz fix. Und dann haben wir hier auf der Rückseite haben wir den gleichen Spaß nochmal, bloß mit ganz, ganz wenig Platz. Mal gucken, ob ich überhaupt um die Kurve komme. So viel Platz ist hier. Siehst du, geht schon gut los. Also, da habt ihr schon mal das erste Problem, mal richtig kräftig um die Kurve zu kommen. Na, sauber. Das heißt, wir müssen hier praktisch nochmal schön weit ausholen. Soweit wie es geht. Und das ist hier natürlich jetzt eine Kunst, sag ich mal. Schau mal, geht der Zaun nicht fahren hier. Ja, jetzt kommen wir bei. Und jetzt ist hier natürlich die Kunst, hier an die Rampe zu kommen, ohne diese doofen Hütchen über den Haufen zu schießen. Also, so wie ich das jetzt hier sehe, ist es nicht möglich. Wir können ja mal gerne versuchen, hier an der Rampe 7 zu fahren. Machen wir es mal nicht ganz so schwer. Wir könnten mal natürlich hier auch Rampe 5 fahren, aber da steht ein Trailer, da wird es dann natürlich noch schwieriger. Deshalb nehmen wir mal die Rampe 7. Ihr könnt es dann gerne auch probieren. Macht echt Fun, einfach mal so, just for fun hier, rückwärts an die Rampe zu fahren. Wollen wir doch mal einfach jetzt mal testen. Wollen wir mal sehen. Machen wir mit der Innenkamera, ist natürlich besser. Wir wollen ja natürlich auch üben, ne? Wir sind der richtige Tracker hier. So, das heißt, wir wollen hier mal schön einlenken. Ich habe hier Doppelachse, habe ich absichtlich genommen, ne? Um mal zu sehen, ob es vielleicht so ein Ticken besser zu gehen oder einfacher ist. Ich mag es bezweifeln, ganz ehrlich. Weil ich habe hier drüben hier nämlich schon keinen Platz mehr. Ne, das, also ich sehe schon, das wird nichts. Die Hütchen, die fahre ich so über den Haufen. Man könnte mal versuchen, hier noch ein bisschen rüber zu fahren. Und nochmal härter einzuschlagen. Aber ich glaube, das wird auch nichts, weil da rammeln wir hier gleich gegen den Zaun und dann ist hier. Ja, nee, das geht doch nicht. So eine Scheiße mit der Scheiße. Wir probieren es nochmal. Komm, wir probieren es nochmal. Wir wollen versuchen. Wir wollen es noch nicht so schnell aufgeben. Ne? Also, wer von euch das schafft hier, ne? Da an der Rampe zu fahren. Da ziehe ich wirklich meinen alten Truckerhut. Weil das ist echt nicht einfach. Lass mal langsam versuchen. Zum Glück haben wir hinten am Trailer schönes Licht, da kann man nämlich sehen, wie weit das man ist. Uiuiuiui. So, schauen wir mal, so sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hier ist auch noch ein bisschen Platz. Mal einlenken, mal gucken, ob es klappt. Ich glaube, das andere Hütchen ist schon weg. Das habe ich schon im Haufen gefahren. Und hier hat man auch keinen Platz mehr hier am Gartenzaun. Hängst du schon drin. Wir steigen jetzt mal virtuell aus. So, wir sind mal virtuell ausgestiegen und gucken nochmal, wo sind wir denn hier? Ach, hier sind wir. Gucken mal, ob unser Hütchen noch steht, ne? Oh, die steht noch! Und es leuchtet! Oh, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Aber hier? Ja, hier sieht es schlecht aus. Echt, hier bin ich fast am Gartenzaun dran hier. Da fehlt bloß noch ein Zentimeter. Ja. Also der Anfang wäre schon gemacht, aber wie ihr seht, wo sind wir hier mit Reifen hier? Gerade, ja. Ja, also wie ihr sehen könnt, wir hängen jetzt hier fest am Gartenzaun. Könnt ihr mal versuchen? Mit Schwung? Ja, da hänge ich jetzt hier fest. Also man kommt vielleicht so rein,
Aber der späteste hier im Gartenzaun ist Ende im Gelände. Da kommst du nicht rum. Also ist nicht möglich. Also für mich ist es nicht möglich. Außer man fährt hier ein Hütchen über den Haufen. Das ich jetzt aber noch nicht gemacht habe. Weil wenn man nämlich die Hütchen über den Haufen fährt, dann leuchten sie nicht mehr. Kann ich euch nochmal demonstrieren. Habe ich heute Mittag schon mal gemacht. Das nochmal so als Test. Schade, dass es nicht klappt. Aber ich zeige es euch jetzt hier nochmal. Pass auf. Hier ist ein Hütchen. Das leuchtet, ne? Sieht ihr ja hier? Pass auf. Zweites Mal über den Haufen. Dunkel. Jetzt fahre ich zurück. Wo ist er denn? Da. Und nun ist die Birne kaputt. Also das vielleicht nochmal als kleine Kontrolle für euch, ne? Wenn er sagt, oh komm, will ich probieren, schaffe ich locker, dann könnt ihr sehen, sobald ihr dieses Hütchen touchiert, ist es schon vorbei. Da ist schon, geht nicht mehr. Nee, also kommt man nicht rein, schafft man nicht. Außer man hat vielleicht einen kurzen kleinen Trailer oder so. Vielleicht könnte man noch hier, also geht nicht. Vielleicht schafft man es mit dem BDF-Trailer, könnte man versuchen, ob das möglich ist, aber so hier, no way. Oder ihr fahrt halt, wie schon gesagt, die ganzen Hütchen über den Haufen, dann, klar, da kommt man bestimmt rein, ne? Warum wir mit Tour 11 hier probieren? Aber wie schon gesagt, macht echt mal, jetzt machen wir mit Hütchen über den Haufen fahren, da kommen wir bestimmt an die Rampe. Aber bin ich noch zu weit weg, wollte noch ein Stück vorfahren. Ui, ja, 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 ja. So, jetzt, jetzt probieren wir es nochmal. Ah, da klappt es auch, guck an. Da fährst du zwar ein Hütchen über den Haufen jetzt, aber jetzt kommen wir nichts an die Rampe ran. Da hat man hier auch dann noch genug Platz. So, guck an, hier, zack. Da unten ist das Hütchen. So, ein bisschen nach vorne noch. So weit wie es geht. Boah, jetzt hänge ich aber fest hier mit diesem blöden. Diesen blöden Hütchen hier, hat denn jetzt noch hier? So, jetzt nochmal schön umdrehen jetzt hier. Hau ab jetzt hier, du Hütchen-Ding hier. So, reinzwirbeln hier. Ja, stimmt das auch nicht ganz, aber so geht's natürlich, ne? Also, wenn du das Hütchen über den Haufen fährst, dann geht's. Ihr könnt ja gerne mal versuchen, das hier mal ohne Hütchen, über den Haufen zu fahren, rückwärts an die Rampe zu schieben. Also vom hinteren Teil praktisch. Also wer das schafft, da lass ich mir was einfallen. Der kriegt irgendein DLC von mir. Da kriegt auf alle Fälle irgendein DLC von mir geschenkt. So. Genau. Also wer schafft, hier, ich zeig's euch nochmal hier praktisch, zip, was haben wir denn hier? Hier an die Rampe zu fahren. Also praktisch hier irgendwo, sagen wir mal Tor 7. Komm, wir machen wir hier ein bisschen Platz und so. Wer schafft, an Tor 7 ranzufahren, an diese Rampe, hier, ohne die Hütchen über den Haufen zu fahren, ne? Der kriegt von mir ein DLC. Aber das müssen wir jetzt so machen, ihr müsst da ein Video machen irgendwie, weil sonst ich muss ja sehen, nicht, dass euch hier mit der freifliegenden Kamera hinzoomt, so wie ich jetzt hier, und zack, dann kann ich sagen, oh, hier habe ich geschafft. Also, just for fun, probiert es aus und sendet mir das dann mal zu. Genau. Das war es eigentlich schon von mir und dieser kleine, ich zeig's auch nochmal von oben hier, diese kleine hier, Depot, Warenhaus und so. Ihr könnt auf alle Fälle üben, hier schön an die Rampe ran, ohne die Hütchen über den Haufen zu schießen, zu schüsseln. Finde ich auf alle Fälle ganz schick. In diesem Sinn, macht gut, viel Spaß damit und bis bald. Ciao. So, jetzt hätte ich fast vergessen, euch zu zeigen, wo eigentlich hier dieses Warenhaus oder diese Depot-Lagerhalle ist, ne? Also hier, gehen wir mal auf der Karte, um das euch nochmal zu zeigen. Ihr habt hier, das ist der große Renault-Händler, hier ist Trade Aux. Und hier hinten draußen ist das dann, ne? Das ist hier praktisch schon auf der Karte so zu sehen. Das geht hier über die Landstraße und dann geht es hier auch weg. Da ist nochmal eine Tankstelle hier und hier ist auch schon die Autobahn mit den ganzen Kreiseln. Nur, dass ihr da jetzt Bescheid wisst, wo ihr überhaupt suchen müsst, ne? Das nochmal so am Rande erwähnt. So, dann war es auch. In diesem Sinne viel Spaß damit und macht's gut. Ciao.